Räum die Sachen weg, Kinder. Wir schreiben heute einen Test. Ihr habt eine Stunde Zeit, die Aufgaben richtig zu beantworten. Bevor wir mit dem Test beginnen, möchte ich euch zunächst einige Regeln erklären, nach denen die Prüfung heute abläuft. Regel Nummer 1. Die richtige Antwort für alle Fragen ist jeweils Ja. Sie geben uns die Antworten vor? Ja, genau. Ihr müsst alle Fragen mit Ja beantworten. Und worin besteht nun der Test, wenn Sie uns vorher sagen, was wir ankreuzen sollen? Der Test besteht darin, dass ihr die vorgegebene Antwort als die wahre erkennt und sie nicht leugnet. Komischer Test. Regel Nummer 2. Jeder, der die Fragen falsch beantwortet, wird dafür hart bestraft. Und zwar wird er gefoltert. Entschuldigung. Sind Sie ein kranker Sadist oder wie darf ich das verstehen? Oh, keineswegs. Ich selbst nenne mich normalerweise den barmherzigsten unter den Lehrern. Ein Allerbarmer sozusagen. Aber das nur nebenbei. Aber wer meine Aufgaben falsch beantwortet, der ist ein Sünder, verdient schlimmste Strafe und wird von mir gequält. Aber das nur nebenbei. Ihr müsst ja nur die Antworten bestätigen, die ich euch vorgebe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ist das nicht etwas bescheuert, was Sie... Ich will wirklich keine weiteren Fragen beantworten. Ich gebe euch noch eine dritte Regel. Regel 3. Fragen sind nicht erwünscht. Ich werde besser den Raum verlassen und erst wiederkommen, wenn alles vorbei ist. Viel Erfolg! Irgendwie ist es doch komisch. Der Test soll jetzt darin bestehen, dass wir etwas akzeptieren, was uns bereits vorgegeben wird? Das klingt doch total bescheuert. Ach, lass uns die Fragen mal angucken. Vielleicht wird es dann gleich klarer. Frage Nummer 1. Glauben Sie, dass die folgenden Aussagen vom Schöpfer des Universums und der Erde stammen? A. Himmel und Erde waren zusammenhängend und wurden dann getrennt. Dann wurde aus Wasser alles Lebendige erschaffen. B. Der unterste Himmel ist mit Leuchten geschmückt als Mittel zur Abwehr von Satanen. Ich pack's nicht. Jetzt sollen wir dran glauben, dass dieser Quatsch vom Schöpfer des Universums kommt? Oh, kein Problem. Ich kreuz ja an. Kein Problem? Mensch, wir wissen doch heute, dass die Erde nicht durch eine Trennung von Himmel und Erde entstanden ist. Und dass Menschen nicht aus Wasser gemacht sind, wissen wir auch. Alle Zellen bestehen aus Kohlenstoffstrukturen. Mensch, das sind doch Kindergartengeschichten hier. Ach, es ist doch kein Problem. Du musst es eben etwas flexibel interpretieren. Versuch es bildlich zu verstehen. Lies es einfach so. Alles hatte einen gemeinsamen Ursprung. Das Leben entstand im Wasser und Lebewesen enthalten Wasser. Und was die Frage B angeht, stell dir doch einfach vor, dass der unterste Himmel einfach das ganze Universum bedeutet. Und die Satane haben wir einfach noch nicht entdeckt. Ach, verstehst du das denn nicht? Eine Prüfung kann ja wohl nicht darin bestehen, dass wir uns ein paar blödsinnige Textstellen schönreden. Was soll denn da bitte geprüft werden? Naivität? Mensch, Michel, jetzt halt doch mal die Klappe. Wir wollen hier schließlich den Test bestehen und nicht bestraft werden. Wegen deiner ganzen Fragen fallen wir noch durch. Tut mir echt leid, aber das glaube ich nicht. Egal, was ihr sagt. Machen wir weiter mit Frage 2. Erkennst du, dass die folgenden Texte von Gott selbst stammen, dem Gnädigen, den Barmherzigen? Aufkündigung von Seiten Gottes an seinen Gesandten, an diejenigen unter den Polytheisten, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Tötet sie, belagert sie, laut ihnen auf. Was soll das denn? Eine Kriegspredigt? Jetzt kreuzt schon an. Du weißt doch, wenn du die falsche Antwort wählst, wirst du bestraft. Ich soll an einen Gott glauben, der die Menschen gegeneinander aufhetzt und sich dann noch der Gnädige, der Barmherzige schimpft? Das ist ja genauso bescheuert wie die letzte Frage. Teil B. Männer haben Vollmacht und Verantwortung gegenüber den Frauen, weil Gott die einen gegenüber den anderen bevorzugt hat. Ermahnt diejenigen, von denen ihr Widerspenstigkeit fürchtet, schlagt sie?
Dieses kranke Zeug soll ich als göttliche Offenbarung bestätigen? Nein, niemals. Vielleicht stimmt das mit dem Test auch gar nicht. Vielleicht sollen wir in Wirklichkeit herausfinden, dass wir nicht alles glauben sollen. Mensch, Michel, so langsam glaube ich, du bist die Prüfung. Wie bitte? Wie darf ich denn das verstehen? Na, vielleicht besteht die Prüfung ja darin, dass wir uns von deinem Geschwätz nicht beirren lassen. Also, ja. Macht doch, was ihr wollt. Ich werde keine Sachen ankreuzen, die ich für spalterisch, unmoralisch und unethisch halte. Ich sehe, ihr seid fertig, aber ich muss euch etwas gestehen. Das eigentliche Ziel von meiner Prüfung war gar nicht das, was ich behauptet habe. Wisst ihr, rationales Denken und das Streben nach Erkenntnis und Wissen setzen voraus, dass man über Dinge kritisch und rational nachdenkt. Und dass man so falsche Vorstellungen auch als solche erkennt. Auch dann, wenn sie von einer Autoritätsperson wie von mir kommen. Ich habe euch die Aufgabe zudem viel schwieriger gemacht, weil ich euch mit Strafe gedroht habe, wenn ihr mir nicht glaubt. Leider haben viele von euch nicht bestanden. Als nächstes ging es um die Frage nach Ethik und Moral. Viele Konflikte und viel Ungerechtigkeit in unserer Welt entstehen dadurch, weil Menschen irgendwelchen Führern folgen, ohne sich über Ethik, Gleichberechtigung und das Richtige Gedanken zu machen. Ich wollte testen, ob ihr bereit seid, schlechte Lehren zu akzeptieren, wenn ich sie euch als Lehrer gebe und euch mit Strafe drohe. Leider haben auch hier mehrere von euch versagt. Und? Werden Sie uns jetzt bestrafen? Euch bestrafen? Nein, das werdet ihr selbst tun. Wie bitte? Wenn ihr euch nicht ändert, dann werdet ihr euch selbst bestrafen. Mit eurer Art zu denken, werdet ihr wissenschaftlich rückständige und arme Gesellschaften bilden. Ihr werdet nach ethischen Maßstäben leben, die Gewalt, Unterdrückung und Konflikte hervorbringen. Ihr dagegen seid bereit für eine moderne Wissensgesellschaft, die Wohlstand und sozialen Frieden hervorbringt. Ihr habt bestanden.